Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich nehme das mal vorweg. Die Argumente haben uns nicht überzeugt, dem heutigen Gesetz zuzustimmen, und ich möchte jetzt noch ein paar Ausführungen dazu machen. Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf handelt es sich im strengen Wortsinn nicht um eine Novellierung, sondern vielmehr um eine modifizierte Fortschreibung. Das wäre bei dieser komplexen Materie, die ja ganz entscheidend auch von bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen abhängt, Stichwort Bundesleistungsgesetz, an sich nicht verwunderlich, wenn es nicht bereits das dritte Mal in Folge wäre, dass sich grundlegend nichts bewegt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mir die Debatte zur zweiten Novellierung des Gesetzes und die dazugehörigen Dokumente gründlich angeschaut. Im September 2010, als diese Debatte stattfand, waren Bündnis 90 die Grünen noch nicht im Landtag Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Insofern war ich auf die Lektüre angewiesen. Und diese Lektüre, lassen Sie mich das sagen, war geprägt von einem gewissen Wiedererkennungseffekt. Dieselben Argumente, aber auch dieselben Kritikpunkte, wie ich sie in den Gremien jetzt aktuell erlebt habe. Nun mag Zeitlosigkeit in anderen Zusammenhängen durchaus ein Wert an sich sein. Im Zusammenhang mit der Rahmensetzung für ein so wesentliches sozialpolitisches Thema erscheint mir ein Verharren im Status quo definitiv nicht als Qualitätsmerkmal. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich einfach einmal aus der Beschlussempfehlung zitieren, die der Sozialausschuss damals dem Parlament zur Zustimmung vorgelegt hat. Ich zitiere: Zahlreiche Entwicklungen im Bereich des 12. Sozialgesetzbuches, das ist in Klammern SGB 12, und des Behindertenrechts haben dazu geführt, dass die derzeitige Ausgestaltung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden Jahren einer vertieften Überprüfung und gegebenenfalls Neuausrichtung bedarf. Geht es im Text weiter? Vor diesem Hintergrund und im Ergebnis der Anhörung des Ausschusses zum Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes und anderer Gesetze soll das Sozialhilfefinanzierungsgesetz spätestens zum 1. Januar 2013 auch im Hinblick auf die Landkreisneuordnung und die hieraus resultierenden Änderungen für das Gesetz grundlegend geändert und neu gefasst werden. Ziel hierbei ist eine Abkehr von den bisherigen Fortschreibungs- und Verteilungsmechanismen zugunsten neuer Anreize zur verstärkten Nutzung personenorientierter Angebote im ambulanten Bereich. Zitat Ende. Das war auch damals in gewisser Weise schon eine Watsche des Ausschusses für die Landesregierung, dokumentiert die Beschlussempfehlung doch ein sozusagen strukturelles Defizit des vorgelegten Gesetzentwurfs. Aber der Auftrag war klar formuliert. Das Plenum beschloss die Empfehlung mit obigem Wortlaut im September 2010. Heute, im Juni 2013, müssen wir konstatieren, die Sachlage ist im Wesentlichen unverändert. Das werden auch die Koalitionsfraktionen, wenn sie ehrlich sind, kaum bestreiten wollen. Schließlich sind die Urheberinnen und Urheber der Entschließung zum Entwurf des dritten Gesetzes zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes, die uns heute zur Abstimmung vorliegt. Der dort aufgeführte Forderungskatalog ist womöglich noch etwas ausführlicher als sein Pendant von vor 3 Jahren. Der Novellierungsdruck ist seitdem ja auch nicht geringer geworden. Im Kern aber geht es um die bereits 2010 erkannten und benannten Überarbeitungsbedarfe. Fachlich wäre diesen durchaus zuzustimmen, wenngleich meine Fraktion den Handlungsbedarf in ihrem Entschließungsantrag etwas knapper formuliert hat. Der Analyse, wonach die Sozialhilfefinanzierung umfassend novelliert werden muss, um das Ziel der Stärkung personenzentrierte und lebensweltorientierte ambulante Hilfen nicht zu konterkarieren, stimmen wir zu. Nicht akzeptabel sind unserer Meinung nach 2 Aspekte. Der erste ist in der Entschließung enthalten und lautet, ich zitiere: Veränderungen sollen bis zum 1. Januar 2016 erfolgen. Zitat Ende. Das, meine Damen und Herren, dauert zu lang. Ein weiteres Verschleppen der Probleme, die im Rahmen der öffentlichen Anhörung am 15. Mai ja deutlich benannt wurden, vor allem von Vertreterinnen und Vertretern der Kreise und Kommunen, können wir nicht weiter hinnehmen. Wir fordern deshalb einen ersten Bericht über den Stand der Gesetz des Gesetzgebung, Gesetz überarbeiten, nee,
der Gesetzüberarbeitung bis Ende dieses Jahres. Der zweite Aspekt ist in der Entschließung nicht enthalten. Und gerade das macht das Inakzeptable daran aus. Mit keinem Wort wird hier nämlich auf die Tatsache eingegangen, dass sich die auf Basis des Verteilungsschlüssels veranschlagten Zuweisungssummen des Landes an die Kreise und kreisfreien Städte in der Vergangenheit als nicht auskömmlich erwiesen haben. Im Rahmen der Anhörung wurde durch die Vertreterinnen und Vertreter der Städte und des Gemeindetages, des Landkreistages und des Kommunalen Sozialverbandes die nachvollziehbare Besorgnis dargestellt, dass dies auch im laufenden Jahr erneut der Fall sein werde bzw. sich schon klar abzeichne. Sehr geehrte Damen und Herren, auf diese Weise werden die ohnehin angespannten Haushalte der Kreise und Kommunen in unzumutbarer Weise zusätzlich belastet. Bis zur grundsätzlichen Neuausrichtung der Sozialhilfefinanzierung in Mecklenburg-Vorpommern fordert meine Fraktion deshalb, eine Erstattung der Kosten auf Basis der Ist-Werte vorzunehmen. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz auf ein Argument eingehen, das gern bemüht wird, um Vorschläge der Opposition zu diskreditieren. Es ist im Zusammenhang mit Anträgen, die finanzrelevante Aspekte enthalten, immer gern und schnell von, in Anführungsstrichen, unrealistischen Vorschlägen die Rede, bei denen die Deckungspflicht nicht beachtet werde. Denen, die mit solchen Bemerkungen rasch, womöglicherweise zu rasch bei der Hand sind, möchte ich einen Blick in den Kommentar von Litten und Wallerath zur Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern Abschnitt 3 geben. Staatsfunktionen, Haushalt und Rechnungsprüfung, Artikel 64. Unter dem Stichwort Deckungsnachweis finden Sie dort den ausdrücklichen Hinweis, dass ein solcher für eine Entschließung nicht erbracht werden muss, weil der Landtag damit der Regierung einen politischen Auftrag erteilt, der erst mit der Umsetzung finanzwirksam wird. Eingeweihte werden wissen, dass der Verfasser dieses Kommentars der Staatssekretär AD Joost Mediger ist. Dass sich die Koalitionsfraktionen unserem Anliegen verschließen, obwohl es im Rahmen der öffentlichen Anhörung sehr nachdrücklich von verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Ebene vorgetragen wurde, hat einen einfachen Grund. Und der basiert nicht auf dem auch immer wieder gern bemühten Argument, dass sich bei einer Ist-Abrechnung kein Anreiz in Richtung ambulant vor stationär entwickle. Dieser Anreiz, meine Damen und Herren, entwickelt sich ja beim derzeitigen Status quo auch nicht. Deshalb braucht es ja die grundlegende Novellierung. Und meine Fraktion fordert die Ist-Abrechnung auch nicht von jetzt bis in alle Ewigkeit, sondern dezidiert nur für den Übergangszeitraum bis zur Novellierung. Nein, der wahre Grund, weshalb die Koalitionsfraktion und das Sozialministerium der Ist-Abrechnung verweigern, liegt darin, dass die Gelder aus dem entsprechenden Haushaltstitel schon anderweitig verplant sind, meine Damen und Herren. Denn der Mehrbedarf von rund 4 Millionen Euro für die Elternbeitragsentlastung im Rahmen des KIföG soll aus dem Titel Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozialhilfe gedeckt werden, weil das zuständige Ressort sich bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2012-2013 an dieser Stelle offenbar grob verplant hat, ohne rechtzeitig gegenzusteuern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Dreistigkeit, mit der hier Gelder verschoben und Kommunen brüskiert werden, sucht ihresgleichen. Dem Gesetzentwurf können wir nicht zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.